Zuhörer, Interessierte und Freunde des kritischen Denkens. Heute wurde in Berlin nun dieses umstrittene Wahlrecht geändert. Da habe ich ja gestern schon mal ein Video zu gemacht, wie eigentlich unser Wahlrecht aufgebaut ist. Wir haben ja 299 Wahlkreise. Das heißt, da ist der Wahlkreis, wo der direkt gewählt wird. Und dann, man hat ja eine Erst- und eine Zweitstimme. Und diese Erststimme wählt ja zuerst der kandidiert in den Wahlkreis. Also die Bürger kennen denjenigen. Ja, und die Zweitstimme ist dann hier prozentual aufgeteilt mit diesen Landeslisten, was die Parteien dann aufstellen. Das heißt, die Politiker, die da auf der Zweitstimme da drunter stehen, unter der Partei CDU, SPD, Linke, FDP, die Leute kennt man gar nicht. Die werden dann automatisch dann prozentual da reingewählt. Und jetzt hat man das, weil man normalerweise ist der Bundestag, sag ich mal, 299 aus den Wahlkreisen, also als Direktmandat, und 299 als Prozent über die Landesliste. Das heißt, wir hätten eigentlich nur maximal 598 Abgeordnete im Bundestag. Zurzeit sitzen da 736, also 138 zu viel. Und eigentlich müssen die alle weg. Ganz klar, aber das kann man ja nicht jetzt in der Legislaturperiode machen. Das muss man dann machen 2024, wenn da die neuen Wahlen sind. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier rechtlich hier vorgeht, weil die haben ja jetzt abgestimmt. Tritt das Gesetz denn sofort in Kraft? Werden die sofort eingespart? Das will ich verfolgen. Vielleicht haben wir da schon Berichte, weil erstmal ist ja heute darüber abgestimmt worden. Vielleicht hat einer da die Debatte verfolgt. Leider konnte ich das nicht verfolgen, musste ja auch noch ein bisschen arbeiten. Aber ich habe bisher in der Frankfurter Allgemeinen, die Diskussionen werden ja gleich sein, da schreibe ich mal, da lese ich mal kurz raus, was da beschlossen worden ist. Umstrittene Reform. Bundestag beschließt Änderung des Wahlrechts. Der Bundestag hat für umstrittene Reformen des Wahlrechts gestimmt. Ach ja, genau. Mit der das Parlament verkleinert werden soll. 400 Abgeordnete stimmten für den Vorschlag, 261 dagegen, 23 enthielten sich. Das Vorhaben ist insbesondere bei CSU und den Linken auf heftige Kritik gestoßen. Ja, weil die CDU ja eigentlich nur in Bayern antritt. Das ist eine Schwesterpartei der CDU. Die CDU, also eigentlich ist die CSU ja auch CDU. Ne, muss man eigentlich als eine Partei mal sehen, weil die CDU kandidiert ja nicht in Bayern. Ne, also das schließt sich ja gegeneinander aus. Aber die haben wohl 34 Direktmandate geholt. Ne, und die sollen jetzt, die Zweitstimme ist jetzt wohl stärker als die Erststimme, wie ich das hier schon so jetzt gehört habe. Und man stärkt also da die Zweitstimmen, dieses prozentuale Anteil, mehr als die Erststimmen. Und das finde ich eigentlich falsch. Das ist für mich eigentlich mehr, diese Parteien werden damit gestärkt. Die Leute, die da auf der Landesliste, die man vielleicht gar nicht kennt, ja, als den Direktmandat. Das müsste eigentlich umgekehrt sein. Es müsste eigentlich die Erststimme wichtiger sein. Dass die Leute, die ihren Wahlkreis gewinnen, auch in den Bundestag einziehen. Ja, das ist genau in die falsche Richtung. Hier hat man diesen Parteienklüngel. Ich weiß nicht warum. Das macht ja jetzt die Ampel, ob die daraus von profitieren. Weil früher war ja die SPD hier in Nordrhein-Westfalen ja auch viel mehr vertreten, haben ja viel mehr Wahlkreise gewonnen. Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Ja, und die Linken werden wohl auch wohl rausfallen. Also Frau Wagenknecht, die kam wohl rein über die Landesliste. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und die haben da wohl auch Übergangsmandate geholt. Und ja, die haben wohl nur 3 Direktmandate gehabt in Berlin. Und die würden dann unter die 5%-Klausel fallen. Das kommt ja auch noch hinzu. Damit nicht die kleinen Splitterparteien da reinkommen, muss man mindestens 5% holen. Das heißt, denn prozentual wird das dann irgendwie umgerechnet. Und dann hätten die, glaube ich, nur 4,5% geholt von der letzten Wahl. Ha. Naja, auf jeden Fall, klar, muss diese Abgeordneten, diese Wahlkreise, 299, die finde ich eigentlich auch schon viel zu viel. Macht aus den Wahlkreisen 200 und 200 mit
prozentual oder nur oder macht mehr Wahlkreise, dass man hier 400 Leute im Bundestag reichen, meiner Meinung nach. Das ist ja alles hier total aufgebläht und wir haben ja auch noch einen Bundesrat, da gehen ja auch noch Gesetze durch, die auf der ganzen Länderebene so unfassbar, ja, aber durch die Verkleinerung, klar, spart der Staat jetzt Geld, weil jeder Abgeordnete, der da im Bundestag sitzt, der verdient ja da dann seine 13.000, 14.000 Euro plus Zulagen, ne? Mit der Reform soll auf 736 Abgeordnete angewachsener Bundestag von der nächsten Wahl an dauerhaft auf 630 Mandate verkleinert werden. Also gut, doch von der nächsten Wahl an. Ne? Erreicht werden soll das, indem auf Überhang- und Ausgleichsmandate ganz verzichtet wird. Ja, eigentlich ist das ja auch schon viel zu viel. Eigentlich müsste hier 598 stehen. Überhangsmandate entstehen, wenn eine Partei über Direktmandate mehr Sitze im Bundestag erringt, als ihr nach dem Zustimmenergebnis zustünden. Zweitstimmenergebnis zustünden. Sie darf diese Sitze behalten. Die anderen Parteien erhalten dafür Ausgleichsmandate. Nach den neuen Regeln könnte es künftig vorkommen, dass ein Bewerber seinen Wahlkreis zwar direkt gewinnt, aber trotzdem nicht in den Bundestag einzieht. Ja, und das darf ja nicht sein. Also man muss ja schon die Erststimme da höher bewerten. Aber ich denke mal, da wird noch einiges hier beim Gericht landen, wie das Gericht das nachher sieht. Ne? Das entzürnt vor allem die CSU. Zudem soll laut der Ampelentwurf eine strikte 5%-Klausel gelten. Die sogenannte Grundmandatsklausel entfällt. Sie führte bisher dazu, dass Parteien auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einzogen, wenn sie unter 5% lagen. Da aber mindestens drei Direktmandate gewannen. Davon profitierte bei der Wahl 2021 die Linkspartei. Wenn die Klausel gestrichen wird, könnte das je nach Wahlergebnis in Zukunft auch Konsequenzen für die bayerische Regionalpartei CSU haben. In der abschließenden hitzigen Debatte, man kann mir vorstellen, am Freitag haben Politiker der Ampelparteien der Union mangelnde Bereitschaft zur Veränderung vorgeworfen. Der innerpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Sebastian Hartmann sagte am Freitag vor der geplanten Abstimmung, Ziel des Vorhabens sei es ein einfacher, nachvollziehbareres Wahlrecht. Ja, CDU und Linke werden es dagegen klagen, weil die es betroffen sind. Ne? Hat der Markus Söder auch ganz klar gesagt, da wird er vor dem Bundesgerichtshof ziehen. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Rita Süssmuth, beide CDU, haben die geplante Reform des Wahlrechts kritisiert. Das neue Wahlrecht schaffe ein System, das auf Täuschung und Enttäuschung des Wählers ausgelegt ist, sagte Schäuble in der Zeitschrift Der Spiegel. Er begründete diese Kritik damit, dass künftig nicht mehr jeder erstplatzierte Wahlkreiskandidat damit rechnen kann, tatsächlich einen Sitz im Bundestag zu bekommen. Das Konzept der Ampelkoalition zur Wahlrechtsreform ist verfassungsrechtlich wie staatspolitisch problematisch, sagte Schäuble. Da ist auch die Frage, wenn ich mich jetzt hier in meinem Wahlkreis aufstellen lassen würde und ich weiß von vornherein, ich kann, obwohl ich gewonnen habe, kann ich trotzdem nicht reinkommen, dann wird vielleicht die Bereitschaft, dass Leute sich politisch arrangieren, in ihrem Wahlkreis, um was zu verändern, rapide abnehmen. Das muss man ganz klar sagen. Und über diese Parteienzwang und Parteiengeklüngel, da haben vielleicht, ich weiß es auch nicht, das ist alles, nee, also ich weiß es nicht. Man muss das schon, ne, hier wird auch sowieso keine Politik gemacht für das Volk, dann ist ja schon alles Sachen auch eigentlich gegen viele Sachen. Sieht doch nur mal die Parteiprogramme, machen ja eigentlich jeder, die versprechen vor der Wahl andere Sachen, als sie nachher wirklich umsetzen. Nimmt man nur mal die Grünen, die haben gesagt, nie Waffen in Kriegsgebiete und die Energie muss in Deutschland gesichert sein. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eigentlich durcheinander, wir liefern Waffen in die Ukraine, in Kriegsgebiete und wir haben einen Energiemix, was völlig den Bach runtergeht und was gar nicht mehr bezahlbar ist. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Also ich bin schockiert und da werden wir bestimmt noch einiges von hören. Ich verlinke euch auch nochmal das eine Video, was ich da
Na, da, keine Ahnung, verlinke ich, da hört noch mal rein. Da seht ihr mich leider nicht, da ist die Kamera ausgefallen. Aber auch noch mal interessant über unser Wahlsystem. Jetzt mache ich hier noch mal ein paar Kommentare. Hier wird natürlich über Vor- und Nachteile, wie immer. Jetzt soll zur Entlastung des Steuerzahlers auch der Kanzler Potzbau sofort gestoppt werden. Der hat ja einen wohl einen Vogel in diesen Zeiten zu prassen. 1 Milliarde für unter anderem 250 Quadratmeter große Wohnung mit Hubschrauberlandeplatz. Sehe ich genauso, braucht man nicht. Wir brauchen kein größeres Kanzleramt als das Weiße Haus. Unfassbar, gerade in heutigen Zeiten. Das bedeutet aber auch, dass parteilose Menschen, die bisher mit Direktmandaten in den Bundestag hätte kommen können, dies nun nicht mehr können. Ja, stimmt. Auch haben sich unsere Repräsentanten wieder was ausgedacht, um die Machtstellung im Rechtssystem zu behalten. Eine wahre, wahrhaftige Änderung des Wahlrechts wäre es, wenn Menschen wieder Menschen wählen und keine politischen Vereinigungen, Parteien, politische Institutionen. Genau, also die Erststimme, ne? Das sehe ich genauso. Das werden sie aber nicht zulassen, denn das würde Machtverlust bedeuten. Repräsentative Demokratie, der kleine Bruder der Diktatur. Kann man so sehen. Losgelöst von allen Befänglichkeiten ist es eine gute Entscheidung, den vollkommen aufgeblähten Apparat zu reduzieren. Ja, das ist natürlich richtig. Es reichen auch 589. Ne? Wir brauchen keine 630 oder jetzt 730. Das ist natürlich vom Ansatz her hat er ja recht hier. Ne? Aber die Erststimme muss wichtiger sein als die Zweitstimme. Und somit auch die Kosten wird einzufangen. Ja. Sehr gute Entscheidung in Union wird eben vorgeführt, weil sie in den letzten Jahren einfach nichts gemacht haben. Nun herummeckern können sie. Ich hoffe, es hilft jetzt, dass die CSU endlich aus dem Bundestag verschwindet und erreichen nicht mal mehr die 5%-Hürde. Ja, CDU ist ja CSU. Ne? Die können ja nachher zusammengehen, dann haben wir eine CDU, dann ist das Thema ja auch vorbei. Ne? Man muss die ja irgendwie auch den zusammenrechnen. Ne? Wenn ich daran denke, was uns erspart geblieben wäre durch Scheuer und andere CSU-Pfeifen, ich wünsche mir die Reform vor 10 oder 20 Jahren schon geholt hätten. Ja, da ist wohl richtig. Ne? Aber heute haben wir ja nur noch schlimmere Politiker. Guckt euch die Baerbock an, Wissing auch hin und her, der weiß, ne? Versucht was zu retten. Aber schaut doch nur mal, wo die Grünen mittlerweile überall sitzen, auch im Europarat. Ne, SPD und Grüne stimmen ab über Haussanierung, Fahrverbote, Verbrenner aus und das Klima wird dadurch auch nicht gerettet. Das ist schon zu spät für die Rettung. Das muss man auch viel länger machen, dass man einen Mix aus allem macht. Man kann jetzt hier nicht alles hier verbieten, das Ölheizung und Gasheizung, wo über die 80% der Häuser mit Öl und Gas heizen und soll 2024 alles dann abgebaut werden. Wer soll das denn alles finanzieren? Das ist alles nicht umsetzbar in meinen Augen. Aber schreibt mal in die Kommentare rein und teilt das Video. Und ich bleibe auf jeden Fall am Thema dran. Und ja, bis dann.